Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmi und heute habe ich das erste Mappen-Update der aktuellen Bundesliga Match Attack Serie. Ich habe schon einige hier reingemacht. Hier liegt der Stapel von heute Morgen aus den kleinen Tins schon sortiert. Und ja, dann werden wir jetzt erstmal das Intro schauen und dann bis gleich. Ja, wie gesagt, heute Morgen im Video, dass ich heute noch das Mappen-Update mache. Ja, also hier liegt der Stapel, den werden wir jetzt hier einsortieren. Also ich habe ein bisschen anders da einsortiert. Ich habe ein Video gesehen von Buddies United. Das System, was er gemacht hat, hat mir ein bisschen gefallen. Also vorne das. Ich zeige es euch jetzt. Wir öffnen das jetzt. So. Und zwar ist hier die Meisterschale der ersten Bundesliga. Dann haben wir hier, kommt die zweite Meisterschale hin, aus der zweiten Liga. Was kommt denn noch? Die Logos aus der ersten Liga und die Logos aus der zweiten Liga. Und da kommt dann noch irgendwas. Meisterschale. Ah, offizieller Spielball. Der kommt dann hier oben hin. So, normalerweise würden jetzt hier noch die Taktikkarten hinkommen, aber die habe ich ganz hinten hingemacht. Hier habe ich die geilen Legendenkarten hingemacht mit Franck Ribéry in der Mitte. Jetzt fällt mir nur noch Karl-Heinz Riedle, wenn ihr es überhaupt seht. Ich muss mal kurz hier ein bisschen. So. Ja, also so ist mein System. Und ich habe auch schon die erste Karte hier für diese Seite. Das ist nämlich die Meisterschale der zweiten Liga. Die habe ich ja heute Morgen in einer Tin gezogen. Die machen wir jetzt mal hier rein. So. Und ja, die zwei Karten mit den Logos fehlen mir noch. Und der Ball und Riedle. Ja. So, dann haben wir hier Augsburg. Mal schauen, was habe ich hier für eine Karte? Die Nummer 11. Die kommt hier oben hin. Und ihr seht ja schon, wie viel ich hier drin habe von Augsburg. Hier haben wir die Nummer 12, 13, die 15, die 16, die 18. Die 19, die 20, die 22, die 24, ja, das war's bei Augsburg. Dann haben wir jetzt noch die 17, die kommt hier hin. So. Und dann war's ja schon mit Augsburg. Da fehlen mir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten. Also ich muss noch einiges öffnen. Aber es wird noch einiges kommen. So, hier ist die Hertha. Man sieht sich das Licht nicht. Hier ist das Hertha-Logo. Dann haben wir hier Niklas Stark, die 31. Hier haben wir die 30. Das kommt dann hierher. Oh, das mit dem Licht finde ich jetzt nicht so nice. Probieren wir mal was. Einen Augenblick. So. Ist das besser? Ja, nicht wirklich. Dann lasse ich es lieber so. So. Der nächste Herder-Spieler ist hier die Nummer 41. Die kommt dann hierher in die Mitte. Das ist Kunja. So, dann gehen wir auf die nächste Seite hier mit Union Berlin.
Da fehlen mir auch noch einige. Da habe ich jetzt hier für in die Mappe reinzumachen die 49. Hier haben wir die 51, 50, 49. Komm. So. 49. Was habe ich hier noch? Die 52 habe ich hier noch. Jetzt ist es irgendwie so dunkel hier, oder? Stimmt das, was ich jetzt gemacht habe? Jawohl. Okay, das war's dann hier schon auf der Seite. Also hier habe ich 1, 2, 3, 4 Unioner. 1, 2, 3, 4, 5 Unioner. Da fehlen noch einige. So, dann hätten wir hier die Arminia aus Bielefeld. Die Nummer 78 hätte ich hier. Die 78. Ah, hier. Dann, ja, das war's schon. Mehr Karten habe ich nicht für hier rein. Also hier fehlen auch noch einige, wie ihr seht. Also hier fehlt mir noch das Club-Logo, dann fehlt mir der Torwart. Und. So, dann gehen wir hier weiter auf Werder Bremen. Da sieht schon besser aus. Da habe ich das Club-Logo schon. Dann fehlt mir der Torwart noch. Falls überhaupt. Was habe ich denn hier? Die 93. 93 kommt hierher. Hier oben in die Ecke. Zack. Und das war's schon. Eine Karte. Aber hier sieht es auf jeden Fall besser aus. Hier unten habe ich sie alle gar. Den Starspieler, den Matchwinner und nochmal einen Matchwinner. So, da geht's weiter zum BVB. Da sieht es noch ziemlich mau aus. Ja, irgendwie nervt mich das Licht jetzt. Ja, da habe ich gerade mal 4 Karten. So, dann kommen jetzt hier noch Emre Can dazu. Die 109. So. Die 109 kommt hier oben rein. Neber Brand. Dann kommt hier noch Jadon Sancho. Das ist die Nummer 111. Die kommt hierher. Zack. Und da war es das schon mit Dortmund. Als nächstes ist Frankfurt dran. Da fehlt mir noch das Club-Logo und so weiter und so weiter. Hier hatten wir die 133. Die kommt hier unten hin. Und das war's schon. Eine Karte. Also ihr seht schon, hier fehlen mir auch noch ein Haufen. Dann hätten wir hier Freiburg. Da habe ich wenigstens schon das Club-Logo. Und hier zwei Spieler noch auf dieser Seite. Dann hier auf der Seite, hier oben schon alles voll, die erste Reihe. Und hier unten ein. So, da hätte ich jetzt hier noch den Torwart. Die 137. Dann hätten wir hier noch die 140. Lienhardt. Kommt hier in die Mitte. Zack. Dann haben wir hier die Nummer 150, Höhler. 150, 47, 48, 49, 50. Zack. Dann haben wir hier die 151, Nils Petersen als Starspieler. Und dann war es das schon mit Freiburg. Als nächstes hätten wir die TSG Hoffenheim. Da fehlt das Club-Logo, das habe ich. Ihr seht natürlich schon wieder nichts. So, Club-Logo fehlt. Das kommt jetzt. So. So, dann sieht das hier oben schon mal gut aus. Was haben wir denn noch? Die 160. 159, 160. Kommt hier unten in die Ecke. So.
Als nächstes hätten wir die 166. Hier haben wir die 68, 67, 66. Kommt hierher. Und dann haben wir noch eine Karte, die 167. Skoff. So. Dann sieht es hier auch schon besser aus. Irgendwie. Mich nervt das. Aber ich glaube, das ist von der anderen Seite. Kann das sein? Nee. Okay. Das ist dann hier von den Softboxen wahrscheinlich. Kann hier noch mal ein bisschen runter machen. Ja. Oder ganz aus. Ah. Was, wenn ich jetzt hier wieder laut her mache? Sorry, Leute. Ihr müsst ja aber sehen. Ich hätte das vorher sehen müssen. Entschuldigung. So, es geht weiter mit dem FC Köln. Da haben wir die 174 Jakobs. Kommt hier neben Timos Horn. So. Dann haben wir hier die 178. 6, 7, 8. Die kommt hier unten hin. Als nächstes haben wir hier die 182. 81, 82, kommt hier in die Mitte. Na? Na, hallo. Jawohl. Und da warst du schon mit dem Köln, FC Köln. Hier habe ich noch Matchwinner Jonas Hector. Ja. Als nächstes haben wir hier. Ja, Red Bull. Da hätte ich noch die 201. Olmo. 201. 199. 200. 201. Zack. 201. Da hätte ich hier noch die 207. 5, 6, 7. Das ist Club 100 Sabitzer. Und dann war es ja schon mit Leipzig. Dann kommen wir hier zu Leverkusen. Da hätte ich jetzt die 210. Die kommt hier oben hin, neben dem Torwart. Nicht neben dem Torwart. Der ist ja von Leipzig. Dann hätte ich hier noch Diaby 220. 16, die 220 kommt hierher. Zack. Und dann war es das schon mit Leverkusen. Da kommt hier Mainz 05. Für die hätte ich hier noch die 239. Und ihr seht ja hier. Hier unten. Dann da. 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 Dann hier noch. So, ich habe die 239. Die kommt hier in die Mitte. Und das war's schon. So, dann haben wir hier Gladbach. Das sieht auch noch nicht so toll aus. Aber dafür habe ich hier den Torwart Jan Sommer. So. Zack. Ja, jetzt seht ihr wenigstens ein bisschen mehr. 253, 52, 53 kommt hier oben hin. Neben Kramer. So, da habe ich hier noch die 255, kommt hier auch neben Kramer. So, dann war es das schon bei Gladbach, ja. Als nächstes hätten wir hier die Bayern. Da habe ich hier Manuel Neuer. Mit der 263. Der kommt jetzt mal hier hinter Kramer. Zack.
Als nächstes hätten wir jetzt Jerome Boateng mit der 269. Der kommt hier unten in die Mitte. Und ja, da fehlen auch noch einige, seht ihr? Da fehlen mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Karten noch. Ja. So, dann kommt Schalke 08. Schöpf. Hier die 289. Hier ist 288. Da kommt der hier hoch. Hier oben in die Ecke. Na. Ja, Wolski. Rein mit dir. Als nächstes haben wir die 290. Ich komme dann hier in die Mitte. In die Mitte. Zack. So, dann haben wir hier schon den VfB Stuttgart. Das war's dann hier mit Schalke schon. Da hätten wir die 300. Kommt hier oben hin. Neber Kobel. Koppel. Kriege ich das jetzt so hin? Ah, da hole ich mir die Karte hier raus. Zack, dann geht das auch. Der nächste ist hier die 303. 1, 2, 3. Kommt dann hier hin. Zack. Was haben wir denn noch? Die 310 hätte ich hier noch. 8, 9, 10. Zack. Als nächstes haben wir hier die 313. Gonzales oder ja, wie er sich nennt. 11, 12, 13. Und dann war es das schon mit Stuttgart. Als nächstes kommen wir zu Wolfsburg. Da hätte ich noch hier William mit der 321. 19, 20, 21. Kommt Neber Brooks. Zack. Als nächstes hätte ich hier noch Mbabu mit der 322. Kommt hier unten in die Ecke. Zack. Dann hätten wir hier noch die 324. 22, 24. Und zack. Nächste Karte. Also hier wird es gut voll im Moment. 327. Kommt hier oben hin. Zack. Nächste Karte ist hier Weghorst mit der 331. Kommt hier unten hin. Als nächstes hätten wir noch die 332. Castells. Als Matchwinner. Na? Ja. So, dann kommen wir hier. Habe ich hier eine Seite freigelassen. Also hier ist so ein komplettes. Dann kommen nämlich hier die Zweitliga-Karten. Da habe ich hier einen Spieler von Erzgebirge Aue. Kommt hier jetzt noch einer dazu. 336. Kommt hier oben hin. Na. Ja, Wolski. Als nächstes habe ich hier einen Braunschweiger. 342. Kommt hier hin. Hier unten in die Ecke. Zack. Also hier fehlen mir noch einige. Zweitliga. So, hier oben habe ich schon alle voll. Von Darmstadt. Düsseldorf fällt mir auch noch einer. Bei den Kleeblättern fehlt mir noch einer. So, Hamburger SV fehlt mir auch noch einer. Bei Hannover fehlen mir zwei. Hier fehlt mir alles. Wer bekommt denn da noch? Wer kommt nach Hannover? Ich muss mal gerade gucken. La, 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 la. Wo ist Hannover? Hier ist Hannover, da müsste Heidenheim kommen. Habe ich noch kein Heidenheim-Spiel? Das ist aber merkwürdig. Okay. Dann haben wir KSC, da habe ich noch einen hier. Da habe ich die 362. Die kommt hier in die Mitte.
hätte ich auch schon mal zwei Spieler. Na. Zock, zock. So, Nürnberg. Wo kommt denn Nürnberg hin? Nürnberg käme dann, wartet mal, was habt ihr hier für eine Nummer? 368. Nummer 66, 67, 68. Zack. Ja, da fehlt mir auch noch zwei Stück. So, dann hätten wir hier VfL Osnabrück. Da habe ich auch noch einen. Die 371, die kommt hier nebendran. Holen wir uns die andere Karte hier raus, dann geht das auch besser. So, als nächstes hätten wir noch ein St. Paulianer. Die 377, die kommt hier nebendran. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Naja, ich hoffe es, ich hoffe es. Also viel bewegt habe ich die Mappe ja nicht. So, hier. Jetzt kommen die Dauerbrenner. Also hier war jetzt alles zweite Liga. Dann habe ich hier wieder was freigelassen. Und dann kommen hier die Dauerbrenner. Da habe ich hier die 392. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist die 95. 95. 94. 93. 92. Ja. Also hier in die Mitte. Ups. Hier rein. Du bleibst hier schön drin. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch ein Dauerbrenner. Von Hoffenheim Skoff. Das ist die 396. Der kommt hier unten hin. Zack. Und zack. Haben wir noch einen Dauerbrenner? Ne, jetzt kommen die Rising Stars. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht hier. So, sieht aber so aus. So, Rising Stars. Jetzt muss ich mal gerade gucken. 402, 3, 4, 5. Wir müssen hier 406 kommen. Jawolski. 406. So, dann haben wir denn noch die 407, Kunja, oh ne, Gott, Kunja, Kunja, ich bin auch so einer. So, hier wieder raus, dann hier mit dem rein, dann geht das auch viel besser. Die 409, 8, 9. Zack. Die 411. 10, 11. Die 412. Die kommt hier unten ins Ecke, in die Ecke. Zack. Haben wir noch die 413 oder 14. Jawolski. Zack. Bleib du hier drin. Sonst gibt's Haue. So, la. 416, hier haben wir die 14, 15, 16. So. Zack. Als nächstes hätten wir hier die 418, also hier 17, 18. So, die 23, 423, 19, 20, 21, 22, 23. So, dann dürften jetzt keine mehr kommen. So, die anderen Rising Stars sind ja im Adventskalender. Der kommt ja auch noch. So, dann hätten wir hier die Limis. So, ich habe hier die LE 8, 5, 6, 7, 8. Zack. Als nächstes hätten wir hier die LE 9. LE 9.
So, und dann noch die LE10. Na, hallo? Zack. Oh, hier ist irgendwas drin. Okay. Zack. Ja, also da sieht schon recht gut aus. So, hier haben wir Sané, hier haben wir Endo, hier haben wir Player, hier haben wir Kruse, dem hier bei, Dabur, Haaland, Moreno, Anderson, Finn Bogason und Moisander. So, dann gehen wir hier weiter und dann habe ich hier die Taktikkarten hingemacht. Also hier zwei und dann kommen hier noch zwei hin. So, und da hätte ich immer noch Platz hier. Keine Ahnung, warum hier so viel. Manchmal sind die Mappen einfach zu klein. Also sind so viele Karten. Und jetzt sind sie irgendwie zu viel. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4 Stück frei. Naja. Naja, macht nichts. Aber sie füllt sich so langsam, die Mappe. So, jetzt sammle ich wieder ein bisschen, tue es wieder sortieren und dann kommt das nächste Mappen-Update. Mal schauen. Wird jetzt ein bisschen dauern. Würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt dran, hier noch zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich noch dieses Video zu liken. Jo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen oder Livestream natürlich. Auf Wiedersehen!